Willkommen hier zurück zu den drei Fragezeichen Gespensterjagd. Wow, mir wurde gerade die Lösung gesagt. Ja, ich glaube Bob. Ich glaube Bob war das. Ich bin mir nicht genau sicher von den Stimmen her. Ich glaube Bob war es und der hat gesagt, ja, jetzt fällt es mir ein hier. Gespensterschloss. Porter hat dieses Buch. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die Lösung sagen. Wow, das überrascht mich. Ja, dann gucken wir mal nach. Ja, darauf wäre ich natürlich nie gekommen. Hätte ich das denn auch wissen sollen? Wollt ihr nun etwas bei mir kaufen oder nicht? Hier ist Selbstbedienung. Ja, wir brauchen ein Buch. Wo kann ich denn das kaufen? Hier gibt es es ja nicht. Oder ist es hier? Okay, ich weiß jetzt nicht, woher wir das kriegen. Ach, da vorne sind Bücher. Hier. Ja, toll. Okay, hier haben wir erstmal die Videospiele. Das ist Spiel Nummer 1. Das Geheimnis des Magiers. Sehr schön. Dann hier Spiel Nummer 2. Bomben in Rocky Beach. Haben wir beide Teile gespielt. Und hier haben wir das Gespensterschloss. Aber was haben wir denn hier noch? Movie Guide. Okay. Gunsmoke. Kalypso. Ja, gut, okay. Die drei Fragezeichen müssen ihr eigenes Buch lesen, quasi. Okay, das ist schon ein bisschen komisch. Ja, hier ist die Kassette. Na super. Darauf wäre ich natürlich jetzt nicht gekommen. Da hätte ich es jetzt irgendwie cooler gefunden, wäre das wirklich irgendwie mit Alfred Hitchcock noch verbunden gewesen. Das wäre aber wahrscheinlich wieder zu kompliziert gewesen, oder? Na gut, wir haben die Kassette. Dann wollen wir uns die mal anhören. Wie ist denn das für Sie, dass Ihre Bücher quasi verkauft werden? Oh Mann. So. Zack, zack. Hammer. Ihr habt meine Anweisungen befolgt. Sonst könntet ihr mich ja auch jetzt nicht hören. Nun gut, die Geschichte geht weiter. Ihr habt euch jetzt etwas Ruhe verdient. Legt euch einfach an den Strand, lasst die Seele baumeln und Neptun bringt euch eine Botschaft. Neptun? Verstehe ich auch nicht. Gehen wir eben zum Strand. Ich habe sowieso Hunger auf ein Eis. Du hast doch immer Hunger. Okay, das ist ja wieder nicht sehr kompliziert. Das kriegen wir gut hin. Also bis jetzt ist das Spiel einigermaßen angenehm. Nicht so wie die anderen Teile. Die waren teilweise ein bisschen anstrengend, ne? Aber vielleicht liegt das auch einfach daran, dass wir uns mittlerweile besser auskennen. So, ich will raus hier. Ja, es ist immer so eine Sache, ne? Wieder hier den Ausgang zu finden. Hier ist doch die Tür, oder? Okay, das war diese Tür. Na gut. So, haben wir noch Geld? Na, $2. Wir machen noch mal kurz das Spielchen. Wir wissen nie, wann wir das Geld gebrauchen. Geht ja schnell, wieder ein paar Dollar zusammentragen. Was ist denn das, Mann? So, Kunststoff oder was? Okay. So, wie viel haben wir jetzt? $7, ja. Ich denke, das passt. Okay, komm. $1 holen wir noch. Haben wir jetzt 8? Nee, noch nicht. So, jetzt aber. Perfekt. Dann gehen wir doch mal an den Strand. Da waren wir ja schon. Wird wahrscheinlich irgendwas angespült oder so. Eiskalte Cola, lecker, lecker. So.
Legen wir uns hier mal hin. Hier hat Radio Rocky Beach die schnelle Welle auf 95.0. Mein Name ist Magic Wolfman und ich habe hier vor mir einen merkwürdigen Zettel. Der ist mir eben reingereicht worden. Es ist eine Art geheime Botschaft. Ich liebe Geheimnisse. Also, einen Absender gibt es nicht, aber es ist bestimmt für die drei Fragezeichen. Nun gut, hier steht, folgt den Anweisungen aus dem Land ohne Wiederkehr. Neptun wird euch helfen. Tja, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Rocky Beach ist eben voll von Verrückten. Ich liebe diese Stadt. Die Sache wird immer mysteriöser. Ist doch cool, wir waren im Radio. Neptun wird uns helfen? Wir sollten die Augen offen halten. Oh, jetzt kommt die Musik, sehr gut. Eis, kalt und lecker. Ach, genau danach isst man jetzt. Hier, ich will ein Eis. Ich auch. Und ich erst recht. Pronto. Sehr ja, da gönnt euch halt nochmal Eis. Dollar. So. Molto grazie. Adios. Lecker. Das tut gut. Okay. Wie geht es jetzt wohl weiter? Oh, er geht weg. Aha. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Vielleicht bringt der Film Licht ins Dunkel. Sehr gut. Na, zum Glück hatten wir Geld. Ich weiß nicht, ob der Eisverkäufer sonst gegangen wäre. Gut, dann stellt sich die Frage ja nicht, wie es nun weitergeht, denn wir haben einen Film gefunden. Den entwickeln wir gleich mal. Zack. So, dann mal sehen. Drei Bilder. Na, da wird langsam was sichtbar. Ich sehe schon Hitchcock. Okay. So, was soll das denn bedeuten? Guck doch mal genau hin. Also mir kommt es sehr bekannt vor. Ich weiß auch, was wir zu tun haben. Echt? Was denn? Aha. Dazu eine. Was ist das? Eine Narrenmütze oder so? Okay, sehr interessant. Sollen wir jetzt da mal hingehen? Können wir natürlich machen. Okay. Denkt ihr das gleiche wie ich? Ja. Der Unbekannte will uns verschaukeln. Sehe ich genauso. Die Sache macht langsam keinen Sinn mehr. Bisher hat er die Fäden gezogen und wir haben mitgespielt wie Versuchstiere. Er war uns immer einen Schritt voraus. Der schickt uns sinnlos von einem Ort zum anderen. Genau. Wird Zeit, dass wir das Ruder übernehmen. Und wie das? Und er hat uns jetzt quasi verarscht, oder was? Ja, muss ich jetzt alle Zahlen finden, oder was? Ja, dann haben wir jetzt, ab jetzt haben wir keine Ahnung mehr, was wir tun müssen. Toll. Jetzt geht's einfach irgendwie weiter. Ich weiß auch nicht, wie viele Zahlen, woher wir die kriegen und sonstiges. Das wird ziemlich doof. Kann ich nochmal zum Inspektor? Hier schon wieder. Wisst ihr jetzt, was ihr wollt? Wir wollten nur einen Schluck Wasser trinken und sind gleich wieder weg. Okay, dann kann ich da nicht mehr hin. Aber ins Gefängnis könnte ich immer noch, aber da gibt's ja eigentlich nichts mehr, ne? Nee. Tja, was ist denn jetzt die Aufgabe? Was müssen wir denn jetzt tun? Jetzt hängen wir hier komplett in der Luft. Geht's hier jetzt vielleicht weiter? Haben noch geschlossen. Okay. Halt nicht. Ja, das ist jetzt ziemlich doof. Ist bei dir eine Zahl? Nee, wir können sie nochmal probieren hier. Komm, $2, los geht's. Ja, die ist natürlich ganz rechts. Wo ist das kleine Kugelchen? Hier ist sie. Oh. Oh. Mamma mia. Okay. Das war ja ekelhaft. Igitt! Der Typ hat wahrscheinlich auch nichts davon gewusst. Der ist schreiend weggelaufen. Irgendwelche merkwürdigen Dinge geschehen in Rocky Beach. Was du nicht sagst. Können wir dies mitnehmen?
Was soll denn uns das jetzt sagen, ey? Okay, keine Ahnung. Toll. Es war nicht mal eine Zahl oder so. Es ist einfach ein Auge. Was wir jetzt damit anfangen sollen, weiß ich auch nicht. Ah, es gibt einen Friedhof. Ja, dann macht es natürlich Sinn. Das Land ohne Wiederkehr. Gut, das wusste ich nicht. Der Friedhof ist neu. Susi. Ein Finger, eine Flasche. Sehr interessant. So, was gibt's denn hier? Viva Mexico. Nein, ich will nicht zurück. Wir waren da schon richtig. Thomas Heinz. Aha. Tut uns irgendwas? Ich glaube nicht. Da wäre noch eine Flasche. Das wäre doch eigentlich so ein bisschen, ne? Wie mit der anderen Flasche. Das hätte doch jetzt was sein können. Gibt's nur das hier? Das bringt uns doch nichts. Können wir irgendwas mitnehmen? Na, ich wüsste nicht was. Gibt's auch keine Zahl und gar nichts. Neptun wird uns helfen. Oder meinen die einfach hier vielleicht beim Wasser? Wegen Neptun? Sieht auch nicht so danach aus, ne? Ich will da nochmal hin. Also hier sehe ich jetzt gerade nichts Auffälliges. Ich glaube, hier ist nichts. Schade. Oh doch, warte mal. Ach nee, das ist ja wieder hier. Aber das ist doch das Land ohne Wiederkehr. Das hätte doch so gut gepasst. Warum kann man sich diesen Stein da angucken? Wozu? Ist auch komisch. Das war quasi hier, ne? Kann man nicht mal hin. Kann man nicht mal eine Schnellreise hinmachen. Nur zur Brücke. Auch sehr interessant. Eine Zahl habe ich jetzt auch nicht gesehen oder so. Vielleicht haben die ja jetzt endlich mal Zeit für uns. Nicht hier. Ich meine natürlich auf den Schrottplatz. Ich meine natürlich Tante Mathilda und Onkel Titus. Mal gucken. Hallo, ich habe leider überhaupt keine Zeit für euch. Mein Kuchen brennt gleich an. Alter, wie lange machst du denn noch an deinem Kuchen? Hast du Zeit? Ihr seid's. Ich habe aber leider keine Zeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, das wissen wir ja, du armer Mann, du. Gut, dann halt nicht. Oh, okay. Hallo, Justus? Hier ist Tante Mathilda. Für euch ist ein Paket abgegeben worden. Kommt doch schnell mal vorbei und holt es euch ab. Wir waren doch gerade da, Mann. Dein Ernst? Oh, Mann. Okay, sind schon auf dem Weg. Nein, hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. So, da sind wir. Okay. Was war das? Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Spinnt doch. Dass ich die drei Fragezeichen einmal hereinlegen kann. Hier, das hat jemand für euch abgegeben. Schon wieder eine Kiste. Los. Wir untersuchen sie in der Zentrale. Ja, nehmen wir mit. Dankeschön. Gut. Dann mal auf in die Zentrale.
Untersuchen wir die jetzt am besten hier? Oder hier unten? Nö. Kann ich sie irgendwo hier hinstellen? Nee. Ah, vielleicht hier drüben? Hier? Hier, okay. Oh, das ist aber nicht so gut. Was muss ich denn tun? Das ist unfair, das weiß ich doch nicht. Oh. Hier noch was kappen, hier noch was kappen. Irgendwie muss man das Ding noch entschärfen können. Ja, aber wie denn? Ist doch völlig random hier. Ich habe keine Ahnung. Werden wir jetzt alle in die Luft fliegen? Oh nee, die Zeit wird knapp. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Mann, was will der Kerl von uns? So, jetzt reicht's mir. Jetzt werden wir den Fall routinemäßig aufklären. Und was bedeutet das? Befragungen. Wir fangen gleich bei Tante Mathilde an. Irgendjemand muss ihr ja die Kiste gebracht haben. Okay, ja dann mal los. Haben wir noch Zeit dafür? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann auf zu Tante Mathilde. Das ist nicht Tante Mathilde. Ich mach das schnell über die Schnellreise. Das ist einfacher. So. Anstatt da wieder den Ausgang zu suchen. Hallo. Na, was war in der Kiste? Uns interessiert vielmehr, wer dir die gebracht hat. Tja, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich musste gleich wieder in die Küche. Ihr wisst ja, mein Kuchen. Also, ein Mann war es. Mittelgroß, mittelschwer, mittelblond. Trifft auf halb Rocky Beach zu. Ach ja, eine Sache ist mir doch aufgefallen. Er hatte zwei verschiedene Augenfarben. Okay, sehr interessant. Doch was fangen wir damit an? Hast du was gesehen, Titus? Hallo. Ich hab euch doch aber... Ja, dann halt nicht. Zwei verschiedene Augenfarben. Wer hat denn zwei verschiedene Augenfarben? Ich weiß es nicht. Wie sieht's hier aus? Der Typ da vielleicht? Warte mal, aber zwei verschiedene Augenfarben. Und hier haben wir ein Auge. Hm. Sehr verdächtig, alles sehr mysteriös hier. Oh, jetzt können wir hier hinein. Ah, sehr schön. Als ob wir da hinein können, ey. Sieht nicht nach einem Schuppen aus, wo wir als Minderjährige rumlaufen sollten. Zumindest sehen sie im Spiel noch ziemlich minderjährig aus. Hallo? Lass mich in Ruhe. Okay. Ihr schreckliche Auge. Wo kommt nur die verdammte Glasauge her? Der Typ ist völlig fertig. Was wollt ihr? Quatschen. Die Bar ist nichts für Kinder. Aber hinein dürfen wir hier, okay. Sagt mal, habt ihr irgendein Problem? Seht zu, dass ihr wegkommt, sonst macht ihr euch noch in die Windeln. Okay, alles sehr freundlich hier. Ist schon mal super. Aber ansonsten sehe ich hier nichts. Geht weg. Ich nichts mehr davon wissen will. Du nicht wissen wille? Lass mich in Ruhe. Schreckliche Auge. Wo kommt nur die verdammte Glasauge her? Wo kommt denn nur die verdammte Glasauge her? Es ist schrecklich. Ich weiß es auch nicht. Ist schön, wie sich der ganze Abschnitt hier bewegt. Okay, keine Ahnung, ob wir irgendwas anfangen können. Warum gibt es eigentlich Einschusslöcher? Alles sehr komisch. Ich guck noch mal kurz auf den Friedhof, ob es jetzt da was gibt.
Denke aber nicht. Nee, vielleicht wäre jetzt ja jemand irgendwie hier gewesen. Ich gucke noch mal ganz kurz in die Polizeistation. Vielleicht können wir ja da irgendwie nach jemandem suchen. Das könnte auch noch sein. Ihr seid ja hartnäckig. Aber ich warte auch auf Inspektor Cotta. Da kann man nichts machen. Bis später. Ach so, der ist gar nicht da. Toll. Ja gut, dann war's das erstmal mit dieser Folge und wir versuchen dann in der nächsten hier weiterzukommen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.